muss uns nicht nur heute am Feiertag, sondern darüber hinaus zu tiefer Dankbarkeit gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich damit kategorisch anders verhalten als die Sowjetunion, die damals unter anderem auch den östlichen Teil Deutschlands, die spätere DDR, besetzt hielt, nicht wirtschaftlich aufbaute, sondern wirtschaftlich deindustrialisierte, ausplünderte, die Menschen in eine pseudokommunistische Diktatur gezwungen hat, sie eingeschlossen hat mit Mauer, Stacheldraht und Selbstschussanlagen, daran gehindert hat, sich frei in Europa zu bewegen. Und ich finde, das muss auch in allen Debatten, die heutzutage zurückgehen, in die historische Verantwortung, die die verschiedenen Nationen für Europa haben, ein kategorischer Unterschied bleiben. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Republik Frankreich und das Vereinigte Königreich haben das freie Europa aufgebaut. Ihnen sind wir zu Dank verpflichtet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen darf in diesem Hause nicht unerwähnt bleiben, dass es der Vorsitzende der AfD, Herr Chrupalla, für richtig gehalten hat, in einer der letzten außenpolitischen Debatten dieses Hauses die USA als Besatzungsmacht zu bezeichnen. Und ich kann dazu nur sagen, es ist gut, dass das eine Einzelmeinung von ganz rechts außen ist. Sie ist verabscheuenswürdig. Und ich glaube, wir müssen uns der Gemeinsamkeit der Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus bewusst sein und sollten zusammenstehen und eine derartige Geschichtsklitterung nicht zulassen.